Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Nachtwirtschaft. Nein. Was machen die Dinger denn hier? Genau. Let's Play Fallout New Vegas. Und wir haben heute vor, nirgendwo was zu essen. Weiter die. Der Nachtbürscher könnte was haben. Weiter die. Schade eigentlich. Holobänder für unsere Box zu holen. Für unser Zimmer, wie auch immer ich es nennen will. Genau. Dazu müssen wir nach da hinten zur. Ich glaube, wir gehen zuerst zur Dekonstruktionsanlage, wenn ich mich nicht täusche. Ach komm! Was soll denn das? So, auf ihn! Mit Gebrüll und Geschrei. Ach komm! Ich werde ja auch irgendwie von allem angegriffen, jedem. So. Das ist jetzt ein bisschen viel. Ich glaube, ich werde das nicht überleben. Nachtpirscher sind schon stark, das ist das Problem. Und, Ja. Alter, und jetzt habe ich null Schuss gemacht. Null Schuss ist mega beschissen. So. Alter, Alter, diese Nachtpirscher sind einfach echt. Die sind zu stark, finde ich. Alter! Mann, ey. Riecht ein bisschen auf. Das DLC ist hart an der Grenze zu sehr schwer. Oh. Jo. Du noch. Sowas freut mich immer sehr. Auch mehr kritische Treffer, ganz ehrlich. Ja. Ach, was soll denn das? Sag mal, gehen die Tage hier schneller um? Das Gefühl. Nee, ist klar. Alter, der hat gerade. Nee, ne. Jetzt ist aber ein bisschen übertrieben gerade gewesen mit dem Typen. Wann kann ich denn reparieren? Ah ja, mit der Panzerbüchse, ja, auf jeden Fall. So, hier ist eine Buschbüchse. Das geht, sehr gut. Wo muss ich noch hin? Nach links. Nachher. Also ganz ehrlich, die Tage müssen hier schneller rumgehen. Das ist alles andere wäre ein bisschen. Das ist nicht mehr Fehlwahrnehmung, das ist so. Ein Kombinationslabor, ja. Impulsgranaten. Alter, ich bin zu unfähig. So, aber wir müssen eigentlich weiter.
Noch mehr. Was zur? Casador. Warum nicht? Ist nicht schwer, das Spiel. Fügt einfach die schwersten Gegner ein. Nachtpirscher, irgendwelche übermächtigen Leute. Casadore. Kein Problem. So. Achtung! Das blaue Gras um die Kuppel absorbiert alle Arten von Dünger, einschließlich Exkrementen. Sie dürfen dort nicht ausscheiden. Das war echt, ehrlich gesprochen, nicht mein Ziel. Ich wollte nicht auf die Wiese kacken. Egal wie wenig man mir das glaubt. So. Ja, natürlich. Ein Einzelner geht noch. Stell dir vor, wir wären nicht so gut ausgerüstet gewesen, ne? Wir wären doch am Ende, oder? Magie. Für Magie haben wir schon mal unser Ding. Ich bezweifle nämlich irgendwie, dass wir mit den Standardwaffen, die wir da haben, mega effektiv irgendeine auch nur annähernde Chance gehabt hätten. Ich kann nicht warten, wenn Feinde in der Nähe sind. Ich kann aber auch nicht. Wo ist denn der? Jetzt schießen da noch wieder welche. Es ist doch unfassbar. Schnell speichern und lass ihn mich angreifen. Was zur Hölle? Ach komm. Ich brauche einfach viel mehr. Ganz ein. Unfassbar. Ich kann immer noch nicht warten. Sind immer noch nicht weg. Wie viele Gegner sollen hier denn noch hin? Ach ja, da hinten noch ein paar Securitons. Und dann auch noch die MK2-Version, oder? MK5. Ja klar. Wenn MK2 nicht reicht, nehmen wir MK5. So. Zum Glück habe ich meine Allzweckwaffe, die Sprengstoffmunition in Massen. So, Beckenbalkon. Puh. Ich glaube, anderweitig würde ich echt sterben. Schalte die Sicherheitsmatrix an. Ich würde gerne ein paar Sachen reparieren. Meine Rüstung. Von meiner Waffe. So. Womit kann ich dienen? Ein paar Dinge kaufen. Ich will überlegen. Eine Cyberhund-Pistole, ne? Nimmt 27 Gewicht weg, aber ich will eigentlich nicht verkaufen. Das sind alles einzigartige Sachen quasi, ne? Das ist das Problem. MFZ, warum habe ich sowas? Das habe ich halt quasi nie aufgenommen. Naja,
Ich habe eine Idee. Warte doch mal. Ich habe doch hier so ein Safe hier, genau, die Truhe. Da kann ich doch all die Sachen reintun, die ich nicht brauche. So, auf Anhieb. So. Das sind ja meine Sachen, ne? Quasi. Das war ein schönes kleines Nickerchen. Wie lange war ich weg? Ein Lichtschalter, der mich anmacht. Ich muss wohl träumen. Ach sie, ich wette, das sagen sie zu allen Lichtschaltern. Nur die, die sexy sind. Jetzt weiß ich, dass sie mit mir flirten und es funktioniert. Warum nehmen sie nicht das hier zur Erinnerung an mich? Party Löwe, ja. Was bist du, so eine Art neuartiger Redender für Lichtschalter? Ich war Dr. Möbius' persönliche Assistentin. Wir haben, Mist, was haben wir nochmal studiert? Oh ja, Erleuchtung. Nein, nein, warten Sie. Beleuchtung, so ist es. Wie Beleuchtung die menschliche Interaktion beeinflusst. Und was hast du herausgefunden? Oh, das war super aufregend. Es stellte sich heraus, dass einige hübsche bunte Lichter die Kommunikationsfertigkeiten verbessern. Kannst du diese Lichter für mich anmachen? Oh, liebend gern, Schätzchen. Aber ich habe dieses Programm nicht. Alle Daten der Experimente sind verloren gegangen. Sie müssten in diesen schrecklichen alten Krater gehen und die Sicherungskopie finden. Ich habe noch einen anderen Lichtschalter im anderen Zimmer gesehen. Kontrollierst du den auch? Oh, die. Glauben Sie mir, Schätzchen. Ohne diese kleine, kaltschnäuzige Eiskönigin sind Sie besser dran. Klingt als... gibt es, als ob es zwischen euch etwas böses Blut gibt oder Schaltkreise. Diese Schlampe. Sie denkt, sie ist so viel besser als alle anderen, nur weil ihre Prozessoren größer sind. Oh, sie macht mich so wütend. Ich habe nichts gesagt. Klar doch, Schätzchen. Ich muss los. Tschüss dann. Ja, ich hätte auch gerne einen Lichtschalter, der mit mir redet. Du! Hey du! Ja, du! Hast du Becher? Tut mir leid, ich hab keine. Natürlich nicht! Warum solltest du auch? Du bist ja kein wahnsinniger Roboter, der von Tassen besessen ist! Für dich ist das nur wertloser Müll! Tassen? Warum willst du Tassen? Warum willst du Becher? Bist du so eine Art Bechersammler? Oh Gott, gib mir die Kaffeetasse, bitte! Sie hockt auf deinem Rücken und verspottet mich! Entschuldigung, tut mir leid, aber ich hab mich ein bisschen mitreißen lassen. Das ganze schmutzige Geschirr da draußen hat niemand gespült. Es bricht mir das Herz. Du scheinst ziemlich von Tassen besessen zu sein. Natürlich bin ich besessen. Ich wurde so gebaut. Glaubst du, ich weiß nicht, wie ich mich anhöre? Das tue ich. Ich bin programmiert, das zu wissen. Sie haben mich gebaut, um mich zu quälen. Nicht beachtet zu werden, schmerzt am meisten. Hey, warum verwandeln wir uns nicht in Robohirn in Gläsern? Weißt du, wie viele Kaffeetassen riesige Robohirne in Gläsern so am Tag verbrauchen? Verdammt wenige! Was machst du mit den Tassen? Ich soll sie sauber halten. Oh Gott, der Gedanke an all das schmutzige Geschirr da draußen macht mich wahnsinnig! Die meisten sind wohl nicht mehr zu retten. Sie können nur noch in ihre Rohmaterialien zerlegt werden. Die kannst du haben, schätze ich. Kannst du noch etwas anderes? Noch etwas anderes, fragt er. Als würde ich mir nicht wünschen, mal etwas anderes als eine neurotische Hilfskraft zu sein. Wenn du es unbedingt wissen musst. Dr. Möbius hat mich einmal programmiert, elektronische Komponenten in meinem zentralen Einschub herzustellen. Das Modul ist jedoch korrodiert, als der Toaster heiße Krümel durch meine Lüftung gespürt hat. Wenn du Ersatz findest, kann ich das für dich tun. Wechseln wir das Thema. Geht's bei dem neuen Thema um Becher? Wer bist du? Du willst etwas über mich erfahren? Mich? Niemand fragt je nach Maggie. Du machst mich so glücklich. Hast du schon einmal einen dieser Securitrons gesehen? Mit ihren Laserwaffen und Raketenwerfern und grimmigen Gesichtern? Ich bin keiner von denen. Dr. O war schon immer neidisch auf House Industries. Und er fand es verdammt witzig, einen winzigen neurotischen Securitron zu bauen. Der Brüller! Also,
Hast du jetzt ein paar Kaffeetassen für mich? Alter. Na klar. Niemand hängt gern mit Maggie rum. Ich verstehe schon. Bis dann, Kumpel. Es ist unfassbar. Ein Typ, der von Kaffeetassen besessen ist. Aber der könnte mal aber gerne bei mir einziehen. So ein bisschen... Ich weiß nicht. Abspülen? So. Stimmungslichter haben mehr Spaß. Zieht ihr die Musik rein. Es ist gut, wieder online zu sein. Was ist deine Aufgabe hier? Ich bin ein akustisches Genie-Kumpel. Der alte Doc Mo hat mich für die Entwürfe seiner Schallwaffen benutzt. Gib mir ein gutes Bass-Sample und ich mach dir eine Schallwelle, die Jericho aussehen lässt wie eine Tröte. Kannst du etwas sowas ähnliches für mich machen? Hast dir einen Schall-Emitter besorgt, was? Bring das alte Ding mal her. Wenn du ein paar Platten hast, lass ich das Baby für dich singen. Oder schreien. Wenn dir das lieber ist. Ich habe eine Schallwellendatei für dich gefunden. Richtig so, Daddy-O. Wirf's einfach an und ich mix dir süßen, süßen Sound. Ich habe meine Schallemitter verloren. Können Sie mir einen neuen bauen? Das ist eine Schande. Niemand sollte ohne Musik durchs Leben gehen. Geh einfach rüber zum Automaten im Hauptraum. Und er verkauft dir einen. Spielst du Musik? Habe ich mal. Dann hat der alte Doc Mo meine Musiklaufwerke rausgerissen und mehr Akustikprozessoren eingebaut. Ich schätze, man kann sagen, ich hab den Blues, auch wenn ich ihn nicht mehr spiele. Den Old World Blues. Wir unterhalten uns später. Wir sehen uns. Ja, gut. Okay, wir können mit dem Toaster reden, ne? Nein, können wir nicht. Je, partielle Funktionalität wiederhergestellt. Das ist suboptimal. Ich treffe selten einen Lichtschalter mit Hirn und gutem Aussehen. Wird es mir sicher gefallen. Oh, nun, das ist sehr süß von Ihnen. Vielleicht können wir eines Nachts Theoreme diskutieren? Das würde mir gefallen. Ich auch. Ich hoffe, Sie können mithalten. Ich arbeite ziemlich schnell. Hier, etwas zur Auffrischung. Was? Was für einen Zweck erfüllst du? Dr. Möbius und ich waren intensiv mit der Forschung an der Verbesserung der menschlichen Wahrnehmung durch Helligkeitsabstufungen beschäftigt. Was kam dabei raus? Wir haben etwas Faszinierendes beobachtet. Bestimmte Spektren des sichtbaren Lichts verbessern in der Tat kognitive Funktionen und Logikfertigkeiten. Natürlich. Dr. Möbius' Gehirn ist so groß. Wir hatten Schwierigkeiten, es zu vermessen. Kannst du diese Lichter für mich anmachen? Ich fürchte nicht. Die Daten dieses Experiments sind verloren gegangen. Sie bräuchten ein Backup, wenn Sie die Intelligenzlichter verwenden wollen. Na dann, reden wir später. Sicher? Ich freue mich darauf. Ja. So, haben wir hier noch mehr Geräte, womit wir reden können? Hier mit dem Hauptrechner oder was weiß ich. Nö. Die Buchklappe. Ah, guten Tag, Bürger. Bibliothekseinheit 232,7 ist online und bereit, aufrührerisches Material zu vernichten. Den Aufruhr ausmerzen?
Sicher, Bürger, das ist meine Pflicht. Und mein Lebensinhalt. All diese Vorkriegsbücher voller aufrührerischer und komplizierter Gedanken. Werfen Sie sie einfach rein und ratzfatz habe ich sie zermahlen, geschrubbt und sauber, weiß und aufruhrfrei wieder herausgepresst. Kannst du irgendetwas anderes machen, außer Bücher verarbeiten? Was bringt es, den Aufruhr auszumerzen, wenn die Aufrührer Zugang zu Mitteln haben, neuen Aufruhr zu erschaffen? Ich kann auch Bleistifte und Klemmbretter verarbeiten. Einen Moment. Bleistiftverarbeitung offline? Offline! Entschuldigung, Bürger. Scheinbar haben sich Verräter mit diesem Modul davongemacht. Wenn Sie eine Kopie dieses Moduls finden, werde ich mich glücklich schätzen, Ihre Fähigkeit, aufrührerische Literatur zu erschaffen, auszulöschen. Auf jeden Fall, also als Wissenschaftler, ne, ich will ja auch einer werden, ich werde mich mein Leben lang mit Bleistiftverarbeitung beschäftigen. Du machst also leere Bücher. Wozu ist das gut? Leere Bücher sind besser für den Geist, Bürger. Echte Wissenschaft von echten Menschen in Kitteln hat gezeigt, dass neue Gedanken das Hirn verwirren. Leere Bücher entmutigen den Leser, keine Fragen zu stellen, sondern blind und eifrig das zu akzeptieren, was man ihm vorsetzt. Sie könnten sie auch verwenden, um ein Tagebuch zu führen, schätze ich. Aber diese Bücher sind das letzte Vermächtnis aus der Vorzeit. Du kannst sie nicht zerstören. Bürger, das klingt gefährlich aufrührerisch. Wenn mein Reindoktrinationsmodul aktiv wäre, könnte ich mich für sie darum kümmern. Leider wurde es aus Budgetgründen geschlossen. Sie müssen also ihre eigene Indoktrination durchführen. Für den Anfang benötigen Sie einen Käfig, der über Ihren Kopf passt, und einen Sack Nacktmulle. Du, Indoktrination, ich habe Mass Effect gespielt. Bücher mit leeren Seiten, was? Ja, ich glaube, die kann ich zu etwas gebrauchen. Jetzt denken Sie wie ein Bürger, Bürger. Ich hätte noch ein paar weitere Fragen. Fragen sind gefährlich nahe am Freidenkertum, Bürger. Im Moment nichts. Auf Wiedersehen. Bleiben Sie loyal, Bürger. Es ist doch hoffnungslos. Nee, das Ding redet auch nicht. So. So, was kann ich denn noch gebrauchen? Der Kühlschrank. Da kann ich essen. Birne, einen Apfel und Pinienkerne und eine Zuckerbombe. So. Eine Birne hätte ich auch Lust auf. Einen Apfel habe ich hier. Brauchen wir eigentlich nicht. Zuckerbomben. Perfekt. Dann dürfte mein Hunger weg sein. Jalapenos. Mentets Mehl. Zanderwurzeln. Guck mal. Wachtelbohnen, Brockblumen. Ist Ihnen die Helligkeitsstufe so angenehm? Ja, es ist ein Wunder, ist ein Traum. Oh Gott, wie sehen Sie denn aus? So schmutzig. Ich nehme an, Sie wollen sich waschen? Waschbecken mit Intelligenz? Sowas will ich haben. Schmutz scheint dich irgendwie zu besorgen. Was stimmt nicht? Igitt, ist das unhygienisch. Wissen Sie, wie viele Bakterien in einem Kubikzentimeter Schmutz stecken? 700.000 Fantastilliarden! Möchten Sie so etwas Tag ein Tag aus Ihren Schlund heruntergespült bekommen? Das dachte ich mir. Ja. Nur ein Drink, bitte. Danke. Trinken Sie so viel Sie wollen. Nur bitte berühren Sie mit Ihren Lippen nicht den Wasserhahn. Das ist so unhygienisch. Ja. Sie haben in der biologischen Forschungsstation gearbeitet, nicht wahr? Ich nehme an, Sie möchten sich waschen. Ich bin hier, um ein paar dieser leeren Flaschen aufzufüllen. Oh. Grundsätzlich gern. Aber die Schaltkreise, die es mir gestatten, mein Wasser in nicht-organische Behälter abzugeben, sind durchgebrannt. Dazu müssten Sie erst ein Ersatzmodul auftreiben. Na toll. Okay, ich bin okay. Reden wir später.
kommen Sie jederzeit wieder, wenn Sie Durst haben oder sich waschen wollen. Natürlich. Ein Waschbecken mit künstlicher Intelligenz. Ich will sowas haben, ganz im Ernst. So, da fehlt nur noch die Intelligenz für den Toaster. Mensch. Ich bin verkuppelt. Da. Bis zur nächsten Folge und tschüss.